Welcome to the 23 part of The Witcher 3 Wild Hunt. And my channel statistics says 87% do not subscribe, watch my videos. First of all, thanks, but if you want to support me, you can do it with a free subscription. Thanks. Ja, Freunde. Und zwar im letzten Part hatten wir eine aufregende Mission gehabt, eine ziemlich lange Mission, hat sich über zwei Parts gestreckt, wo wir auch Priscilla kennengelernt haben. Ja, und wir machen jetzt erstmal mit ein paar Nebenmissionen weiter. Wir geben jetzt erstmal ein bisschen Fechtunterricht und schauen, was da so bei rauskommt, ne? Ich bin mal gespannt. Und zum Glück sind wir ja auch schon in Novigrad. Finde ich persönlich ganz gut. Interessant. So geht der Storyverlauf auch schon mal etwas schneller weiter. Als wenn wir dann nur in einem Ort hängen bleiben. Das ist auch kacke. Bringt uns ja auch nichts. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah gut, hier sind wir ja schon. Müssen wir mit der Wache reden. Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Geralt von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Na dann mal los, ne? Hüpfen wir hier mal rüber. Schon mal 10 Erfahrungspunkte erhalten. Auch nicht schlecht. Ja, schöne Musik hier in Novigrad, muss man schon sagen. Na gut, da kommt man nicht weiter. Gucken wir jetzt erstmal, welchen Weg wir denn da nehmen. Na gut, müssen wir hier runter. Genau. Jawohl. Ja, und zwar das Spiel ist zwar so alt, aber immerhin noch einer meiner Lieblingsspiele. Ich feiere das bis jetzt noch. Und ja, beim letzten Mal, in den letzten Parts, hat man ein Ausrüstungsstück gefunden. Übrigens, von meinem Video habe ich auch schon zählige Guides zu Rüstungsfundorten gemacht auf Todesmarsch. Das ist ja die höchste Schwierigkeit, die ihr spielen könnt. Und es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Ich würde mich auch da sehr über eure Unterstützung freuen. Und ich wollte auch so allgemein nochmal Dankeschön sagen für den Support, den ihr bisher geleistet habt. Das freut mich sehr. Ja, wo ist denn jetzt die gute Rosa? Mal schauen, vielleicht sind wir auch schon bald so weit, dass wir nach Skellige reisen können. Aber ich will da nicht Low Level hin. Sieh sich den einer an. Geralt, hier drüben! Wo denn? Ach, hier. Da Hast ist sie ja, die Gute. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaadra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch. Links, 2, 3, 4. Haha, endlich. Taffes Mädel. Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Ach. Und die Fechtstunde? Wir wollen üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Natürlich benutzt sie uns. Das ist mir schon klar. Ich bin mal gespannt. Wo die Kleen uns denn jetzt hinführen will.
Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke. Ja, nice. In den Romanen. Zieh das Schwert. Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Ja, aber wie Karte, sie du will. Du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Wie eure Hoheit wünscht. Aber nicht, dass hinterher jemand heult. Im Fall des Falles habe ich ein Taschentuch für dich. En garde. Na dann. Alter! Sie ist auf Zack, die Kleine. Ha! Au! Au! Halt! Ich ergebe mich! Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Und jetzt? Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Er lässt sich auch noch verarschen. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Ja, weg ist sie. Scheiße, sie ist weggelaufen. Va'atre bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Ja, der Nilfgaarder bringt dich allerdings um. Kann nicht mehr weit sein. Ganz schön mutig, hier alleine durchzustreifen. Du bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Und auch das schon. Ist die Tochter des Botschafters Va'atre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, ja, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Ja. Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt also ein Zeichen. Euch so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot. Da haben wir's. Axi ist immer gut. Lukas und Kobe. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Was eine Hexe, was eine kleine Hexe. Echt. Wahnsinn. Das haben wir soweit. So, welche Quest nehmen wir denn jetzt mal? Nebenquest. Grünspieler. Bup. Wir nehmen nochmal das Spukhaus. So. Dahin. Gut, dafür nutzen wir aber mal die Schnellreise. Hier gibt es auch noch was. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht, eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas?
Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Ja gut, das können wir noch nicht machen. Weil das ist dann Heart of Stone. Das ist dann die Erweiterung, die allererste. Und dafür wäre es dann halt eigentlich noch zu früh, ne? Nix zarter auch des Bösen. Ich hab doch da was anderes markiert. Oh. Das ist immer meist so ein bisschen komisch bei dem Spiel. So, auf geht's. Siehst blass aus. Da sind wir nämlich auch noch Low Level für. Wenn's regnet, dann gießt's. Aber wir gucken, was uns in dem Spukhaus erwartet. Ah, bin ich schon vorbei, ja, bin ich. Gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Na, ist doch schön, dass wir das Problem so lösen konnten. Freut mich wirklich sehr. Dann kann der kleine Gottling da in Ruhe leben. Und die Träumerin Corintilli auch, die wir beim letzten Mal getroffen haben. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann können wir auch schon die nächste Nebenquest machen. Gucken, was wir da haben. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch einen Hexerauftrag. Tödliche Wonnen. Da haben wir es dann auch noch nicht so ganz weit. Das ist schön. Da dürften wir eigentlich easy flockig hinkommen. Finde ich super. Und der Makler hat es wohl, oder der Käufer hat es wohl nicht mitbekommen, dass wir ihn beschissen haben. Naja, ist ja auch scheißegal. Die verachten uns ja auch schließlich und beleidigen uns ja tagtäglich. Als Hexer hat man das hier ja leider Gottes nicht so leicht. So. Oh, guck mal hier, der Verbackte ist nicht mehr verbackt, der Soldat. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten.
Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Ich hätte natürlich noch weiter ausnehmen können, aber kein Bock, sonst wäre das Ganze vielleicht gescheitert. Wäre auch blöd gewesen. Ja, dann reden wir mal mit dem Arzt. Naja, das ist so ein Kaufmann. Hier haben wir ihn. Oh, mein Controller. Ich muss echt einen neuen besorgen. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. So, dann wollen wir mal, ne? Ich bin mal gespannt, worauf wir da stoßen werden. Auf was für ein Monster. Was schätzt ihr, könnte das für ein Monster sein? Schreibt's mal in die Kommentare. So. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Ah, hier Fußspuren. Stiefel der Wachen. Unwichtig. Da, hier sind noch kleinere. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Interessant. Folgen wir dem Ganzen doch mal. Um dem Monster mal auf die Schliche zu kommen. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkarte. Da hinten ist, hier ist auch noch was. Leere Parfumfiole, teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Mit der Eigentümerin des Hotels abgeschlossen. Ja, gut. Jetzt muss ich da erstmal einen Weg überhaupt erstmal reinfinden, bevor ich dem anderen danach gehen kann. Na, ja, hier ist auch abgeschlossen. Komme ich vielleicht hier so rein? Ne, ist nur ein Wohnblock. Hier ist abgeschlossen. Eieiei. Gucken vielleicht hier. Hier bestimmt, oder? Ja. Hey, Hübscher. Dann
der Toten bei dir. Du hast die Wahl. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Ja, danke schön. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also, spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Erzähl mir die Wahrheit. Los. Der Succubus. Ein Succubus auch noch. An. Unsere Einnahmen sind gestiegen. Ich weiß, dass er eine Bedrohung ist, aber ich wusste nicht, dass er tötet. Ein Succubus. Wo finde ich ihn? Ich habe ihn in einem Haus in der Nähe untergebracht. Hier ist der Schlüssel. Alles klar, warte mal. Du hast die Wahl. Oh. Na, regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Nö. Was kann man denn bei dir kaufen? Hast du was zu verkaufen? Quillkarten hat sie nicht. Ich spiele mal eine Runde gegen sie. Ich habe Lust, Karten zu spielen. Dazu werden nur Hände gebraucht. Na, so nehmen wir das mal. Sie spielt auch nördliche Königreiche. So. Zwei Karten raus. Eis weg. Den Einser weg. Jawohl, ein Spion. So. Bringt uns zwei neue Karten und wir haben noch Sigi Räufen als Spion noch bekommen. Sie setzt auch einen ein. Alles klar. Ich setze nochmal einen ein. Hoho. Schon mal ein gutes Blatt. Finde ich nicht schlecht. Ich bin nicht blöd und setze jetzt keine Karte. Ich passe. Lass sie die erste Runde gewinnen. Und mach sie dann im Nachhinein platt. Jo. Alles klar. Ist das ihr Ernst? Die setzt eine Heldenkarte. Okay, vielleicht kann ich sie doch nicht plätten. Ah. Muss ich die Achterkarte setzen? 10 und 14. So. Spiele ich mal den Trumpf hier aus, ob es klappt. Plus 1 sind 21. Sie passt. Sehr schön. Dann passe ich mit. So, Gleichstand. Sie ist aber zwei Karten. Na gut, eine Karte im Vorteil. Ich bin am Zug. Gut. Dann spiele ich erstmal die Sechser aus. Ah, der hat auch noch eine Achterkarte. Ja, klar. Jetzt verdoppelt sie auch noch.
hau ich den Bogenschützen raus. What? Ja, nee, das kann ich nicht gewinnen. Na gut, dann gebe ich auf und dann machen wir die Mission jetzt erstmal weiter. Ein Versuch was wert. Dann kommen wir später hier irgendwann nochmal hin und machen sie platt. Müssen uns auch erstmal diese ganzen Heldenkarten besorgen. Besser ist das. Gut, jetzt sind wir da. Hä, verschlossen? Wir haben noch einen Schlüssel bekommen, oder nicht? So, jetzt gerade... Ach, da drüber. Oh. Wie komme ich da jetzt rein? Dann muss hier irgendwo eine Treppe sein. Das ewige Feuer brennt hell in meinem Herzen. Die Generation. Der Niedergang der Zivilisation. Ah. Hier haben wir doch die Treppe. Und auf Igni. So, schön aufgeschlossen. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Machen wir ja, oder ich möchte mit dir reden. Du hättest nicht herkommen sollen. Wer sagt das? Das ist eine Menschenstadt. Sie gehört ihnen. Und ich beschütze sie vor deinesgleichen. Es stimmt also, was man sich über euch Hexer erzählt. Für Geld tötet ihr alles und jeden. So, geplättet. Das nehmen wir natürlich alles auch an uns, auch die Trophäe. Wäre schlecht, wenn nicht, weil dann kriegen wir keine Belohnung. Jetzt müssen wir erstmal wieder was loswerden. So viel Krempel hier. Altes Bärenfell. Das bringt uns nicht so viel. Wir müssen noch was loswerden. Ja, komm. Sag mal, was denn noch alles? Hasenfell. Kästchen. Puppe, Parfüm, haben wir nicht noch irgendwo was an Überschuss? Hier die Handschuhe. Wow, what? Auf jeden Fall so, dann können die hier bleiben. Die brauchen wir eigentlich auch nicht, so. Hätte ich normalerweise alles verkaufen können, aber ich habe jetzt keinen Bock, hier so lahmarschig zu sein. Das ist schon kacke. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Ja, dann beobachte mich mal, mein Freund. Hast eh keine Chance gegen mich. So, schnell rüber zur Wache. Reden wir schnell. Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Jedenfalls ist der Succubus tot. Hier ist der Beweis. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Sehr schön. Leb wohl.
Ja, meine Freunde, dann war es das jetzt auch erstmal soweit. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bis zum nächsten. Haut rein!